Also wir wollen den Leuten vermitteln, dass das, was sie fühlen, und die meisten Leute fühlen instinktiv das Richtige, dass sich das auch lohnt auszusprechen, dass sie keine Angst haben sollen und dass der große Benefit auf jeden Fall der ist, dass sie sich morgens im Spiegel besser anschauen können, wenn sie zu sich selbst und damit auch zur Wahrheit stehen. Sie können sich morgens im Spiegel gut anschauen, habe ich den Eindruck, weil Sie seit Jahren diesen Mut beweisen. Woher nehmen Sie die Triebkraft? Die Triebkraft nehme ich eben daher, dass ich mich dann authentisch fühle und dass ich auch den Eindruck habe, ich tue das, was mir möglich ist, um die Welt zu einer besseren zu machen und lasse mich nicht zum Objekt degradieren von den bösen Mächten. Und dieses Gefühl, was dagegen zu halten, ist schon ein saugutes Gefühl und hält mich vielleicht auch gesund. Ich finde es eine tolle Veranstaltung, ich finde es ein guter Spirit. Die Leute kommen aus allen Richtungen, nicht nur geografisch, sondern auch politisch oder von ihrer Mentalität her, sagen wir mal. Und es muss unbedingt beibehalten werden. Und ich denke auch, da ist so viel Power, dass man auch einen Schritt weitergehen kann und mehr auf die Straße tragen kann. Und ich glaube auch, dass man da mit Ivo Sasek und seinen vielen hundert Kämpfern, sage ich mal, super zusammenarbeiten kann. Also deswegen ist es für mich eine Sache, die mir Kraft gibt und wo ich aufgemuntert, also eigentlich bin ich jetzt im Urlaub. Eigentlich bin ich im Urlaub, habe meinen Urlaub unterbrochen, um hierher zu kommen, aber ich habe es nicht bereut, sondern im Gegenteil.